finalen Segment. Roman, darauf freust du dich drauf. Finalen Segment? Was ist das finale, finale Segment? Das finale, finale Segment. Segment. Es gibt ein Buch. Ja. Oh. Das edle Buch. Ich nenne es das große Cornerbuch. Das Cornerbuch! Das Cornerbuch! Das Cornerbuch mit den schönen Fragen. Ja. Rund ums. Vorher hast du gesagt, da steht nichts drin. Dass wir, vor doch, du so, sind, oh, ich tue so, als hätte ich hier ein Buch, hast du gesagt. Ein paar so. Sachen sind hier drin. Okay. Matra, ein paar Sachen sind hier drin. Und zwar ist das Cornerbuch mein Freundebuch. Oh. Von allen Leuten hier in der Corner. Das ist eine süße Idee, oder? Ist maulig. Eine süße Idee. Ist eine ja? sehr süße Idee. Ist wie so am Anfang von so einer Hotellobby, wo jeder so seinen Namen ja, rein. Kann, ja, genau. Und das mache ich dann schön. Ich habe noch nicht auf, ich habe die noch nicht auf Instagram gepostet. Ich bin gerade noch im Design. Das ist noch nicht alles fertig. Es kommen auf jeden Fall noch Posts von Varion und Jody. Und der dritte Post dann von meinem lieben Freund Romatra. Von Romatra aus Bonn. Von Roman Trausborn. Fangen wir an im Cornerbuch mit dem ersten Punkt, dein Name. Der Wieland Welte. Wieland Welte. Wieland Welte. Emilian Welte. Wieland ganz kurz, Welte. Was ist da passiert eigentlich? Meine Eltern. Hast du deine Eltern jemals gefragt, wie kamt ihr auf diesen Namen? Weil es ist ja, also man, den Zahn muss ich dir ziehen. Ist also jetzt meine Schwester Name. Heißt zum Beispiel Leocadie. Alter. Auch interessant. Alter. Und die andere Sidonie. Sidonie? Sidonie. Aber witzig, Sidonie? Hat auch eine Klassenkameradin von mir geheißen damals. Also ganz wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich war in der Klasse zusammen mit einer Sidonie und meine kleine Schwester ist Sidonie und der Name ist schon wirklich random. Ich bin ehrlich mit dir, ich höre diesen Namen heute zum ersten Mal. Ich glaube, es gab irgendein Buch von Astrid Lindgren, wo der dann rauskam oder oh, so. Oh, vielleicht sowas. Ja, das könnte passen. Gibt es eine Inspo zu Wieland? Ja, es gab, ich glaube, Wieland Backes. War damals ah. so ein Talkshow-Moderator. Ja, doch, so Late-Night-Show-Moderator. Und deswegen? Nein, die haben dich nicht nach dem benannt. Nein, aber da sind die auf den Namen gekommen und gesagt, oh, Wieland ist ein schöner Name, wieso nicht? Wieland. Ich finde Wieland eigentlich auch cool. Ich finde Wieland auch chillig, ja. Wieland ist eigentlich chillig, weil es ist ein Name, den hat nicht jeder. Ich finde es auch besser als Kevin zum Beispiel. Ja, Grüße gehen raus. Aber weißt du, so Standardnamen sind auch, können auch chillig sein, aber ja, ist halt dein Name, ne? Mhm. So. Ja, ich meine, ausgesucht hast du den nicht, aber ja. Deine Initialen sind der Kracher, weil es ist ja dann, gut, wenn wir das Emilian rausstreichen, ist es ja WW. Double W. Ja. Ein Superwin, Alter. Ja, dein Name ist ein verfickter Superwin, Roman. Fucking Double W. Dann haben wir hier Spitzname. Spitzname, wow. Hat man, nee, gab es einen Spitznamen für dich? Also manche haben WLAN gesagt. Ja, stark. WLAN, Funny. Stark. Willi hatte ich nie als Spitznamen. Nee, Willi finde ich auch scheiße. Ist auch scheiße. Ja. Sie gehen raus an alle Willis da draußen. Alle Willis. Nee, Spitznamen ist bei WLAN einfach krampfig. Dann schreibe ich jetzt Romatra rein. Schreib Romatra rein. Ich schreibe Romatra rein. So willst du am liebsten genannt werden. Wie spreche ich, also wir sagen eigentlich immer, also ich sag immer Wieland zu dir. Ja, Romatra, Wieland. Also Wieland ist persönlicher, wäre eigentlich ja. Wieland besser. Nehmen wir Wieland. Olle Wieland. Freunde sollen dich Wieland nennen. Freunde nennen mich Wieland, ja. Freunde nennen dich Wieland. Wann hast du Geburtstag? Der 15.03.96. Und mein IBAN wäre die DE. Der 15.03., das ist Fische, oder? Nee. Fische, ja doch. Fische. Siehst auch, ich bin gut, ne? Sag ehrlich. Weißt du deinen Aszendenten? Wann hast du Geburtstag? 10.04.96. Das ist Widder. Richtig. Cool. Ja, ja. Weißt du denn warte, wann? 10.04.? 10.04. Okay, schade. Sorry, ich habe meine Schwester hat am 10.05. Geburtstag. Oh, oh. Weißt du, wer auch am 10.04. Geburtstag hat? Wer? Weil das ist so ein richtig weirder Tag in der Influencer-Szene. Der eine von den Außenseitern, der nicht komplett wahnsinnig geworden ist. Dann Gronkh. Ja, oh echt? Und Nova. Nova hat auch am 10.04. Du hast am selben Tag wie Nova Geburtstag. Ich habe am selben Tag wie Nova Geburtstag. Wie geil. Mit der schönsten Frau auf Twitch. Weißt du, wer am selben Tag Geburtstag hat wie ich? Na? Meine Schwester. Aber die ist 3 Jahre älter als ich. Verarsch mich. Nein, ehrlich? Ich verarsch dich nicht, ja, ehrlich. Weil ich hatte auch, ich glaube, es war mein Uropa. Ja. Den habe ich aber nie kennengelernt. Der hatte auch am 10.04. Das ist verrückt. Das ist geil. Hä? Meine große Schwester ist 3 Jahre älter, hat am selben exakt selben Tag Geburtstag. Digga, wie haben deine Eltern das denn gehittet? Weiß das ich ist, nicht. Das ist. Kannst du mir nichts erzählen? Die haben das mit Absicht gemacht. Wahrscheinlich. Weißt du, wer am 15.03. gestorben ist? Na? Cäsar. Cäsar? Ehrlich? Hier sitzt er. Weiß man das so genau?
Das Cäsar am 15.3. Crazy. Ja, die haben das dokumentiert, die haben das ja geplant. Ja, heute 15.3. bringen wir ihn um, den Wichser. Stimmt, ja, der wurde ja gekillt. Was ist, weißt du, deinen Aszendenten? Nein. Das ist für die Sternzeichen-Spezies. Ich weiß, ich hab's mal rausgefunden. Ich weiß, ja? Ich weiß ganz genau, in welche Uhrzeit ich geboren wurde. Das ist doch das Wichtige. Oh, weißt du das? Ich hab gefragt, ja. Wie viel Uhr? Weiß ich nicht mehr. Ich kann nachschauen. Bro, juckt, Alter, du sagst, ich kann eben googeln. Noch. Bruder, du sagst eben noch. Du weißt das ganz genau. Chill kurz. Hier googelt der Chef noch selber. Du weißt doch ganz genau, ich weiß es nicht mehr. Geboren. Suche ich hier einfach mal. Hey, kannst du deine Uhrzeit googeln? Also die Uhrzeit. Nee, WhatsApp einfach. Ach, WhatsApp so. Suche ich gerade. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob du es rausfindest. Ach, weißt du es dann wirklich direkt, was für ein Aszendent? Nein, ich habe keine Ahnung. Dann ist eigentlich ist es scheißegal. So, dann ist es auch nicht so wichtig. Dann ist auch wirklich egal. Ich kann es rausfinden auf jeden Fall. Okay, vielleicht tragen wir das nach. Was ist denn dein Lieblingsgetränk, Wieland? Was trinkst du denn gerne mal? Boah, also mein absolutes Lieblings... Also, jetzt nicht alkoholisch. Es kann alles sein. Alles, was man sich reinsaufen kann. Also so Cocktails-mäßig mag ich Mai Tai und Whisky Sour am liebsten. Oh, schön. Ist geil. Ich mag so. Was ist Mai Tai? Egal, haut's uns knallt. Es schmeckt so ein bisschen auch so Säure, ich glaube, ich mit Rum, glaube ich. Ah, okay. Aber es ist übel geil. Und alkoholisch, so eine kalte Cola ist immer geil zum Essen halt. Oder was wirklich immer richtig ballert, ist so ein frisch gepresster O-Saft. Oh, frisch gepresster O-Saft ist richtig geil. Guter Call. Aber den machst du dir halt selber ganz selten. Und wenn du ihn in irgendeinem Schickimicki Frühstücksladen hier kaufst, dann zahlst du halt 7 Euro für 0,2 Liter. Das ist ne? Pervers, das ist wie so ein Flughafen, Alter. So, dann haben wir als, das ist relativ neu dazu gekommen, die Frage. Aber ich glaube, man kann sie relativ easy beantworten. Was wäre Wieland, wenn er kein Twitch-Streamer wäre? Dann wäre ich Ingenieur tatsächlich. Ingenieur? Dann wäre ich straight up Ingenieur. Aber ich hasse die normale, ich glaube, normale Arbeitswelt würde mich zermürben. Ja, wir sind alle nicht für die normale Arbeitswelt. Aufstehen 9-to-5 irgendwie so würde mich komplett vernichten. Das sehe ich genauso. Dann ist hier noch eine meiner Lieblingsfragen. Wie lang ist dein kleiner Finger? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich habe jetzt leider auch kein Maßband dabei. Miss es bitte nach und wir tragen es nach. Okay. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Hurensohn. Hurensohn? Das ist so schön auf den Punkt einfach. Ich glaube, Hurensohn wird... Ich werde am Ende eine Liste machen. Wenn wir 50 Folgen voll haben, werde ich am Ende eine Statistikliste haben. Und ich glaube, Hurensohn ist ganz groß. Weil wir haben jetzt... Pass auf. Du bist jetzt die dritte Folge. Ja. Und bereits haben jetzt zwei Leute gesagt, dass Wer Hurensohn... Wer hat noch Hurensohn gesagt? Jody. Ja, hat geil, gesagt, Alter. Varion hat gesagt, dass... Der magst du Rabauke und solche, so alte Sachen. Ja, okay. Nee, der Hurensohn ist groß. Das soll schon knallen. Die sollen wissen, also ich beleidige nicht, aber wenn ich beleidige, dann bin ich wirklich dann über meinen, das fast zum Überlaufen gebracht und dann ist er ein Hurensohn. So, dann werde ich auch mal angezeigt. Wurdest du mal angezeigt? Vielleicht. Nein! Vielleicht auch von gewissen Streamern. Letztes Jahr sind zwei Anzeigen reingekommen, aber das machen wir jetzt nicht zum Thema. Machen wir weiter. Okay, machen wir nicht zum Thema. Ich weiß sogar die Story. Egal. Anderes Thema. Pass auf, zum Ende hin. Als allerletzte Frage, denn es gibt wie jeder gut, minder gute oder auch beschissene Podcast hat ja eine eigene Playlist. Was ist Wieland Weltes absolutes Lieblingslied? Das variiert. Was gibt's jetzt? Was ist jetzt just in diesem Moment, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen? Just in diesem Moment habe ich richtig Bock auf Me Gusta Tu von Manu Chao, ja. Geil. Sehr, das sehr. Ist geiler Song gerade. Den ich gerade gefunden habe gestern wieder. Finde ich gerade übel geil. Aber das wechselt wirklich. Das ja, fühle ich. Bei mir wechselt es auch immer dumm. Freunde. Deswegen mache ich hier mal symbolisch, weil wir sind fertig mit deiner Folge, Wieland. Es war sehr, sehr schön mit dir. War geil. Ich bedanke mich vielmals, dass du mit dabei warst. Wünschst du dir einen Gast für die Zukunft? Wer soll hier in die Corner kommen? Also klar, jetzt die ganze Kölner Leute, die schnappst du dir sowieso. Die kommen gar nicht drum rum, hier in deiner Corner zu sitzen. Aber sonst... Vielleicht mal Spendi wäre cool. Spendi? Hol mal Spendi in die Corner. Spendi?
Ja, ich frag den mal. Ich frag mal Spendi. Spendi würde ich mir in der Corner wünschen. Weil Spendi ist auch so eine coole Socke und der kommt nicht von hier. Boah, Spendi ist. Und der ist auch nicht ganz so, der ist noch nicht ganz so. Den kann man noch ein bisschen integrieren hier. Ja, ja, safe, safe. Spendi mag ich auch sehr, sehr gerne. Die Bubble. Spendi ist ein richtig stabiler Achi. Freunde, dann verabschieden wir uns hier aus dem wunderbaren Mediapark. Nicht so verstrahlt wie in der letzten Folge. Hier hinten seht ihr noch den schönen Turm. Ist eine schöne Aussicht, oder? Ist das, oh ja, ist ja Köln, ne? Ich glaube, schöner wird es hier nicht mehr. Nein, Köln ist nicht so hässlich. Köln, meine NRW-Atzen, Köln ist nicht so hässlich. Ich mag sie trotzdem nicht. Köln überhaupt nicht? Doch, es ist ganz chillig, aber jedes Mal, wenn ich hier reinfahre, finde ich es irgendwie ätzend. Was wäre eine Stadt, wo du dir vorstellen könntest hinzugehen? Hamburg. Oh, Hamburg ist super. Hamburg ist super. Ja. Sonst nach Stuttgart zurück, aber halt nicht in die Stadt, sondern halt ja, so. Ja, Umland, ne? Umland. Ja, sonst könntest halt. Könntest du dir Ausland vorstellen? Ausland könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich fand L.A. geil. Könntest du USA? Ich könnte mir USA richtig gut vorstellen. Ich fand USA immer richtig scheiße und habe immer gedacht, ich hasse sie alle da. Aber ich bin angekommen und die Leute waren alle freundlich. Vielleicht auch aufgesetzt freundlich. Aber du, mir ist das ist lieber, als wenn sie die ganze Zeit unfreundlich sind. Genau, genau. Es ist mir aufgesetzt freundlich, ist mir lieber als einfach unfreundlich. Ich meine, ich mache auch so oft gute Miene zum bösen Spiel. Das so, ist da richtig, muss ich, da muss ich, deswegen verstehe ich nicht Leute, die halt dann einfach dauerhaft sauer sind. Nach dieser Folge kriege ich erstmal schön die Fresse zermürbt von Wieland. Wieland. Symbolisch, wir machen es immer. Ich bedanke mich viermal für fürs dabei sein. Die Folge könnt ihr schauen auf YouTube. Da kommt es immer partweise mit dem Release der ersten Folge immer schon auf Spotify und Apple Football und auf allen Podcast-Plattformen. Schaut auch bei meinem lieben Freund Wieland vorbei. Twitch Prime ist kostenlos. Shoutouts an Hopsi, der heute Kamerasupport gemacht hat. Und kein Geld dafür kriegt, das ist natürlich abgesprochen. Und dann sehen wir uns in Bälde wieder zur nächsten Corner. Ich kann euch sogar vielleicht anteasern. Es wird eine Frau, das kann ich sagen. Oh, war sie mal bei Seven was Walter dabei? Tschüss! Tschüss! Tschüss.